die Wegpunkte nicht zu nutzen. Außer wir müssen es wirklich machen, wie zum Beispiel bei der einen Insel. Da war es halt ganz praktisch, die Wegpunkte wieder zu nutzen. Jo. Hier hängen wieder ein paar Leute rum. Alles schön. So ein paar Tiere. Plätze kann gleich nicht mehr, also werden wir ein bisschen langsamer unterwegs sein. Haben wir denn vielleicht in der Nähe hier Weltkarte ein Fragezeichen? Die sind alle noch da unten. Hier oben haben wir eigentlich ganz viele Fragezeichen schon erledigt. Aber ich habe ja gesagt, Fragezeichen mache ich jetzt nicht mehr. Wenn das irgendwelche in der Nähe sind, dann ja. Aber wenn ich jetzt ganz viele da sind, dann hänge ich mich jetzt nicht an die Fragezeichen ran. Das habe ich ja gesagt, mache ich nicht mehr. Aber das dauert echt ewig. Aber logischerweise werde ich das für mich offscreen machen. Aber dazu muss natürlich das erstmal alles durchgespielt werden hier. Was? Die Schwarzen wieder? Oh nein. Aber wir werden uns wahrscheinlich jetzt erstmal ein bisschen in Novigrad aufhalten. Nehme ich mal ganz stark an. So, das ist noch nicht Novigrad. Novigrad? Was? Was sagst du da? Was ist denn Novigrad? Nee. Mach langsam. Na! Die bringen mir keine Erfahrung, aber ich kämpfe trotzdem. Ich muss wieder in dieses Kampfsystem reinkommen. Man sieht, ich bin nicht gut. Aber ich habe mir ein Level up gemacht. Und ja. Wie tauche ich eigentlich mit X, ne? X halb. Muss ich verarschen, Geralt? X! Ja gut, genau. Und auftauchen mit B. B. Wie lange ich mit dem Controller nicht mehr gespielt habe, das ist total strange. Das wird schon wieder, Leute. Ach ja, Komm jetzt. Nee, erstmal Character. Ja, ich baller ja ganz schön viel Punkte hier in, rein. In, Dingens. In, Kampf hier, ne? Angriff. Achso, das sind hier. Achso. Hier muss ich wieder ein bisschen. Das ist der Kampf, genau. Zeichen bin ich ja eher einer, die ich benutze die halt sehr, sehr wenig. Bis gar nicht. Alchemie mache ich auch sehr wenig bis gar nicht. Habe ich auch in den letzten Teilen nicht gemacht. Ich habe eher mehr gekämpft. Und genauso, na gut, allgemeines, weiß ich nicht. Gut. Ja, wir gehen wie gesagt wieder in Kampf rein und können hier. Was ist das denn? Meisterschütze. Jeder Bolzen, der sein Ziel trifft, fügt gut. Ja. Ah, dann machen wir einen Punkt rein, oder? Machen wir da einen Punkt rein? Ja, aber es geht mit X. Und platzieren das auch gleich mal. Und verlassen. Lauf, Plätze! Ach ja, und Moment, halt mal an. Steig mal ab, Geralt. Ich werde, glaube ich, mal... nee, da war das nicht. Wo war denn das? Hier war das, genau. So. Ich werde mal meditieren, damit ich wieder voll aufgeladen bin.
Warte, warte. Ja, okay. Ich hätte vielleicht... Bei den Gegnern ist es eh useless. Alter! Alter! What the? Geralt! What the? What? Die machen... Das sind... Das hätte ich jetzt... Alter! Das waren Level 6 Gegner und die haben mich fast fertig gemacht. Einfach weil ich zu dumm war, zu kämpfen. Weil ich konnte fast gar nicht angreifen. Irgendwo ist hier noch was. Da. Da ist noch was. Ja, so kann es auch gehen. Aber wir können ja... Es sind immer noch welche. Diesmal stehe ich mich aber besser an. Guck! Alter! Nein, nicht springen und rollen. So. Bringt keine Erfahrung, aber immerhin hat man gesehen, wie schlecht ich eigentlich bin. Wieso kannst du da nicht rüber? Los, los! Du kannst... Nein, ich bin nicht abgestiegen! Wollte ich doch nicht! Aber Plätze hängt fest. Weil da ein Zaun ist. Aber da kann man doch... Das Spiel sagt mir, ich soll... Was? Das Spiel sagt mir, ich soll... Ah! Es ist ja voll klein gemacht. Los, los. Wasser will die nicht. Aber die kann ja hier lang. Da ist ein Navigationssystem. Wo leitet mich das denn bitte hin? Das war eine Falle. Ich hätte es wissen müssen. Das Navigationssystem ist gefährlich. Ganz böse. So. Hier kommt auch noch dran. Nein. Alter, Geralt zieht sein... Ich das hasse, wenn Geralt seine Schwerter nicht zieht. Moment, 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 Moment. Hä? Ich kann auch. Achso, so kann ich. Jetzt. Ah, da sei ich fett gezogen. Ja? Mal kurz gucken, was für ein Zeichen habe ich da eigentlich. Das ist. Gedanken beeinflussen Axis ist eigentlich ziemlich geil. Feuerschaden. Das Schutzschild habe ich ja. Ich finde Gedankenbeeinflussung und dann. Und dann hast du halt so, das lasse ich einfach mal da. Damit kannst du halt zum Gegner einfach mal. Oh. Neue Quest, gut. Wieder was zu tun für irgendwann mal. Ich hoffe nur, dass die Quests, wenn ich dann zum Beispiel in DLC anfange, dass die bestehen bleiben. Komm schon. Da hast du noch einen Gegner. Komm, wir können das ja einfach so liegen lassen hier.
Nein. Also das ist das Einzige, was noch ein bisschen doof ist, finde ich. Dass Geralt einfach, wenn man so mitten in den Kampf läuft, manchmal einfach sein Schwert nicht zieht. Das ist doch kacke. Ich habe ja auch nicht mal die Möglichkeit, jetzt mit dem Gamepad zu sagen, zieh mal das und das Schwert. Das kann sie, glaube ich, hier mit der Tastatur kann sie jetzt 1 oder 2 drücken, dann zieht er sein Schwert. Das kannst du mit dem Gamepad nicht machen. Das heißt, da müsste das Schwert ziehen eigentlich, wie ist das falsch? Eigentlich so schon ganz gut funktionieren. Funktioniert es aber nicht. Das ist halt doch ein bisschen kacke. Weil sonst haut er nämlich mit seinen Fäusten zu. Und das ist ein bisschen doof. Echt jetzt? Guck mal hier. Rums! Hey ho! Voll OP die Fähigkeit. Irgendwelche letzten Worte. Gedanken schinden! Schön die Sachen mitnehmen. Vielleicht haben wir ja sogar durchaus eine geile Waffe da drin, die besser ist. Ja, haben wir das? Nein, aber nicht. Die ist besser, dafür brauchen wir aber noch ein Level. Nee, nee. Kann ich die Sachen einsetzen? Nee. Auch nicht. Auch nicht. Auch nicht, auch nicht. Gut, hier habe ich noch einen Waffenreparaturset. Hier habe ich noch einen Waffenreparaturset. Dann ist klar, kann ich nochmal die Waffe reparieren, falls es dann wichtig ist. Ja, wir wissen ja, reparieren bei einem Reparateur ist teuer. Langsamer. Oha, Plätze. Komm schon, Plätze. Los, Plätze, da kommst du durch. Ach, Scheiße, was ist denn das hier für ein Kack? Ich muss hier irgendwie weg und dann muss ich Plätze nochmal rufen. Hier ist das nicht so gut. Oh, was haben wir denn da? Oh, eine Höhle. Wie schmeckt das? Level 18! Warte. Jetzt, bitte. Na? Oh Gott! Nein! Okay, das ist viel zu stark für mich. Weg da, weg da. Ich dachte, ich könnte die machen, aber. Aber nee. Kann ich nicht, denn. Da sind ein paar viele. So, wir sind jetzt hier oben. Was Monster, das neue Markierung, hey. Ach da.
Ja, Monsternest können wir ja nicht machen, wenn wir ja keine Bomben haben. Das ist natürlich kacke, oder ist das das Ding Möbel? Da. Wie man mit dem Gamepad eigentlich voll dumm angreifen kann, ne? Ich habe das Gefühl, dass man mit Maus und Tastatur irgendwie ein bisschen besser kämpfen kann. Kann das sein? So ein Monsternest, wie gesagt, können wir ja nicht machen. Ich muss es zerstören, wenn ich die Endriaken loswerden möchte. Weil ich nicht die richtige Bombe habe. Tragisch. So, es geht weiter Richtung Novigrad. Und das müsste es eigentlich sein, oder? Das müsste Novigrad sein. Sieht zumindest sehr städtlich nach Stadt aus, oder? Nehmen wir eine Anschlusstafel. Nehmen wir die mit? Ich kann aber nicht auf Plätze die Anschlusstafel lesen. So, Haus verkaufen. Haus in gutem Zustand. Mitnehmen. Wie gemalt. Aha, ja, ja, ja. Die besten Grabsteine der Stadt. Ja, so weit bin ich noch nicht. Brauche noch keinen Grabstein. Auftrag, Teufel in den Wäldern. Ah, nehmen wir mit. Noch ein Auftrag. Und Gewinnturnier mit, oh Gott. Komm schon, Plätze. Komm jetzt. Plätze, komm jetzt. Das ist ein Novigrad. Kannst mir nicht sagen, dass es nicht ein Novigrad ist. Hallo Spitzohr. Hast du die Gebühr bezahlt? Die Gebühr? Ja, es ist Novigrad. Leute. Ja, wir sind in Novigrad, ja. Novigrad ist schön. Hör ich aus? Moment. Du hast eine Quest? Logischerweise. Ich glaube, ich sollte hier lieber, wenn ich in Städten bin, mit Geralt so rumlaufen und nicht mit Plätze, weil das ist ein bisschen nervig. Wenn du dann mit Plätze hier Probleme hast, um manche Kurven umzukommen. Aber hier kann ich rein. Du hast eine Quest und du kannst reparieren, ne? Was hast du im Angebot? Redanische Knödel. Spezialität des Hauses. Sehr zu empfehlen. Donnerwetter. Ein Fatgan in meinem Hause. Kann doch nicht sein. Woher weißt du, dass ich ein Hexer bin? Machst du Witze? Warum hättest du sonst dein Silberschwert? Das ist aus Mahakam, nicht? Etwa 40 Zoll lang. 40,5. Beeindruckend. Du bist offensichtlich vom Fach. Ich bin Aper Hattori, früherer Meisterschwertschmied. Heute Meister Knödelkoch. Geralt von Riva. Ist mir eine Freude, Geralt. Wie kann ich dir helfen? Möchtest du einen Knödel versuchen? Hm. Gerne. Ja, warum nicht? Bekomme ich den gratis? Lecker. Freut mich. Kann ich sonst noch was für dich tun? Ja, ich bin wegen einem Schmied hier. Ich suche einen guten Schwertschmied. Kennst du einen? Ha, drei Schwerter auf dem Rücken? Ist das nicht etwas reichlich? Netter Scherz. Im Ernst, schmiedest du noch Schwerter? Selten. Ich mache jetzt den Knödel. Muss von irgendwas leben. Aber ich vermisse Hammer und Amboss und Blasebalg. Wenn dieser verwünschte Van Horn nicht wäre. Ich weiß nicht, wovon du redest.
Ich werde einen Hexer nicht mit Knödeln langweilen. Komm, ich zeig dir was. Umfangreiche Sammlung. Erstklassig obendrein. Danke. Die habe ich als Andenken behalten. Verdammt schade, dass du keine mehr schmiedest. Ich würde meines gerne durch diesen Stahltyp ersetzen. Jemand mit deinen Fähigkeiten, wieso zum Henker knetest du Knödelteig? Es mag dich überraschen, aber Knödel werfen mehr ab. Sie sind auch viel sicherer. Keine Händler, die verschwinden oder als Krüppel enden. Verstehe. Da kontrolliert wohl jemand Novigrads Schmiedemarkt. Offiziell nicht, aber der ganze Nachschub geht durch Ernst van Horns Hände. Der oft genug Karten mit Hacker spielt, heißt es. Ernst van Horn? Wer ist das? Ein Mann, der klein angefangen hat. Mit einer winzigen Hafenwerkstatt. Aber er ist umso ehrgeiziger. Ihm war klar, dass er in Sachen Talent nicht mit anderen Schwertschmieden mithalten konnte. Darum griff er zu anderen Maßnahmen. Was für Maßnahmen? Hier etwas Verleumdung, dort ein paar billige Aufkäufe von Geschäftsschulden und ein paar Übernahmen. Und als es sich bei der Konkurrenz um einen verfickten Anderling handelte, beschuldigte er ihn, Hafgar zu sein. Damit hat er dich drangekriegt? Ich hab nicht kampflos aufgegeben. Ich bin zum Rathaus gegangen und hab verhandelt, aber vergebens. Er stand schon unter Hackers Schutz und dem stellen sich in Novigrad nur wenige in den Weg. Hast du versucht zu verhandeln? Mit Van Horn? Du scherzt wohl. Das ist ein herzloser Bastard. Spiel nach seinen Regeln und bezahl ihn oder verschwinde aus dem Geschäft. Verstehe. Ich will mich nicht beschweren. Knödel haben sich als wunderbare Einkommensquelle erwiesen. Es ist nur... Tja. Du vermisst die Hitze des Schmiedefeuers. Hast du versucht, deine Rohstoffe woanders zu bekommen? Diese Unterwelt-Halunken kontrollieren alle Quellen. Wie soll ich mit denen reden? Würdest du mir helfen? Könnte ich? Könnte ich wirklich? Ich nehme diese Aufgabe an, aber es ist wahrscheinlich ja keine Hauptquest, also somit irgendwann mal nach dem Let's Play. Ich soll dir bei der Rohstoffbeschaffung helfen? Wie denn? Begleite mich zu einem Treffen. Als Leibwächter. Das steigert mein Selbstvertrauen. Um ehrlich zu sein, vor kurzem habe ich versucht, Eisenlieferungen mit einem Mann vom Bettlerkönig auszuhandeln. Der ist wohl auch eine feste Größe in der Unterwelt. Ja. Vor allem können er und Hacker sich nicht leiden. Unter dessen Schutz steht ja Van Horn. Er hat einen unverschämten Anteil des Profits verlangt. Ich dachte, du könntest mir beim Nachverhandeln helfen. Nicht umsonst. Bestimmt können wir uns auf eine Summe einigen. Darf ich mir auch was aus deiner Sammlung aussuchen? Vergiss den Schrott. Ich schmiede dir ein Schwert, mit dem du Götter töten kannst. Ich weiß nicht, ob ich was mit den Unterweltlern zu tun haben will. Ich brauche dringend deine Hilfe. Van Horn müsste eigentlich Van Hurensohn heißen. Er braucht eine Lektion. Ich wäre dir für immer dankbar. Plattenrüstung? Sie ist dein. Lieber ein Katapult oder Tribok? Ja gut, dann ich helfe. Gut, vereinbare ein Treffen. Wunderbar. Treffen wir uns beim Kran an den Docks, wenn es dunkel ist. Ja doch, wird nur erstmal nicht passieren. Ach ja, so sind die Zeiten. Hä? Ach so. Ja. Toll. Das war ein Schmied und ich dachte, ich könnte da schön reparieren. Aber jetzt ist er weg. Dann nicht. Aber Moment, kann ich hier durch? Nee, hab ich keinen an. Natürlich, immer weiter so, dann bekommt ihr einen Sondertarif. Gut, ich bumm's gerne, Sonderlinge. Kann dann, achso, das ist aber das Haus da oben wahrscheinlich. Ich würde gerne verkaufen. Dann nicht. Treibgut aus Temerien.
Anderlinge. Ja. Immer diese Diskriminierung. So, wer ist Händler von euch? Du. Komm her. Hallo, ich bin noch da. Ich bin noch da. Komm her. Kommt alle her. Du bist. Komm her. Kommt alle her. Komm her. Kommt alle her. Wieso kann ich mich? Kommt alle her. Das ist so dumm. Ah, du. Willkommen, willkommen. Waren bitte? Was hast du denn da? Zack. Ja, das. Ich brauche Geld. So, gut, so sortiert er dann automatisch. Gibt's bei... Moment, ich guck nochmal... hier kann ich doch... Was ist denn das? Also nützliche Sachen. Ja gut, okay. Fisch. Fleisch verkaufen. Achso, hier unten, was ist das? Gegenstand ist unverkäuflich. Wir brauchen halt Geld, ne? Was ist das? Ein Relikt? Senkt vorübergehend die erforderliche Stufe für alle Gegenstände um 2. Gab's das? Ich glaube, das gab's mal mit einem Update. Ich glaube, das gab's mal für ein Update, wo man dann irgendwie Stufenprobleme mit ein paar Rüstungen hatte, wodurch man dann dadurch diese wieder anpassen konnte. Ich glaube, da war mal was gewesen. Aber... was ist denn los? Oh, er hat kein Geld mehr. Wo sehe ich denn nochmal, wie viel Geld er hat? Wahrscheinlich gar nicht, weil er natürlich auch kein Geld hat. Mehr, deswegen sehe ich das auch nicht mehr. Oh gut, ich kann nicht mehr verkaufen. Ich habe ihm sozusagen sein ganzes Geld weggenommen. Dann ist das wohl so. Komm ich eigentlich rüber zu... Achso, so komme ich rüber zu ihnen. Hey. Alter, ist das mit dem Controller doof zu spielen? Zu steuern? Ich sag mal so, ich werde das, glaube ich, beim nächsten Mal erstmal wieder versuchen, mit Maus und Tastatur zu spielen. Wir sind ja auch gleich mit der Aufnahme zwischendurch. Einfach, weil ich merke, dass so langsam dass die Controllersteuerung mir doch auf den Sack geht. Was ist denn? Gibt es hier nicht irgendwas... Nee, gut. Auf Wiedersehen. Bis dann. Mal sehen, ob... Oh, er wollte mich ja verschwommen. Mal sehen, ob dann mein Skill aussteigt. Noch eine... Ne? Hier. Also wir werden beim nächsten Mal wahrscheinlich mit wieder Maus und Tastatur spielen. Ne? Das denke ich. Controller-Steuerung ist halt schön gut, aber ich merke gerade, dass sie echt ein bisschen doof ist. Ja, Warnung, bla 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 bla. Sollen sie machen, was sie wollen. Echt mal. Sollen sie doch machen, was sie wollen. Unser Novigrad. Strahlend und herrlich. Eine Perle unter den Städten. Die Wiege des ewigen Feuers. Und doch erhebt gerade hier die Finsternis ihr hässliches Haupt. Ein arglistiger Doppler. Halt. Sie als Kommandant der Wache, der Weiße Wolf persönlich, in meiner bescheidenen Hütte. Was kann ich für dich tun? Will eure Reinheit und euer Geld umtauschen. Reichtum. Dieses Böse. Ich würde gerne ein paar Kronen eintauschen. Da bist du hier richtig. Bessere Kurse findest du in der ganzen Stadt nicht. Schwört ihr den Bösen ab? Schwört ihr den Bösen ab? Hab ich jetzt... Ja, bestimmt. Ja! Boah, geil. Dadurch bin ich reicher geworden. Oh, das hat sich super gelohnt. Gut, alles klar. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich gehe mal kurz hier ein bisschen weg. Die labern mir zu viel. Dieses
unser Pestilenz läuft. Na, dem passt doch nichts mal. Und in Reinheit verwandelt.